Guten Morgen, wir sind jetzt gerade hier direkt wieder am Beach und zwar frühstücken. Wir haben uns alle Pancakes geholt und Marc hat sich French Toast gegönnt. Und jetzt sippen wir erstmal Pancakes. Ja, genau. Und wie es sich gehört, gehen wir nach dem Essen ein bisschen shoppen und wir sind in so einem crazy Mützenladen, wie ihr hier schon seht. Und hier gibt es einfach so viele Caps, einfach alles voll mit Caps. Man kann sich hier irgendwie verhalten wie der größte Depp, weil das keinen Verkäufer interessiert. So crazy, ist alles voll damit. Boah, Chris, du hast ja auch den übelsten Shit, Mann. Boah, ist ja übergeil. Das Alaska-Style brauche ich doch auf dem Rückflug. Mega geil. Ey, Mann, hier ist eine Porsche-Parodie aus Leder. Reason oder sowas, das ist. Ey, Opa-Test. Das sieht aus wie so ein Spaß. Ja. Genau. Ja, aber hier ist es besser, oder was? Und wir sind auch schon wieder draußen aus dem Laden, haben uns leider nichts gekauft, obwohl es eigentlich viel zu viele Dinge gab, die man sich hier hätte kaufen können. Die Jungs warten da vorne irgendwie und machen keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Illegale Rave. Wir sind jetzt in der Bank, Marc sieht ein bisschen gelangweilt aus und Sven ist da vorne am Schalter, koppt sich Money. Und ich fahre jetzt gleich auch wieder zurück. Allerdings ist mir aufgefallen, ich habe meinen Führerschein vergessen. Das heißt, wenn die mich koppen, die Cops, dann wäre ich halt gekoppt ohne Führerschein. Ich kann das Money, was wir hier getaked haben, wieder bezahlen als Strafe, aber ich glaube, da passiert nichts. Und da sehen wir uns gleich. Ja, wir haben überlebt. Mega cool. Meine erste Fahrt in den USA hatte dezent Bangel. Bammel? Genau, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Strand. Schaut euch mal die Location an. Ist gerade mega cool. Marc jumpt im Hintergrund und. Jetzt ist eigentlich, glaube ich, das perfekte Wetter, das ist eigentlich schon die ganze Zeit perfektes Wetter, um zum Beach zu gehen. Boys kommen mit, haben auch gerade was gefilmt und schauen sich ihre Szenen an. Und dann walken wir mal zum Beach. Schon ein nice Plätzchen gefunden. Hier haben wir uns erstmal ein bisschen hingechillt. Die Boys sind ready, um ins Water zu gehen. Ready, Anna. Und das tun wir jetzt auch. Ich meine ganz ehrlich, was gibt's Geileres, Freunde? Ich genieße wirklich jede Sekunde in diesem Urlaub. Also von den Iowa Hawks koppen bis hier im Venice Beach schwimmen, am Strand entlang laufen, Pennyboard fahren. Und was sonst noch alles kommt, seid auf jeden Fall gespannt. Weitere Videos werden auch super geil. Und ich glaube, ich turn jetzt mal ab zu den Boys, Frank!